Das Benzin- und Dieselauto ist zu Recht in die Kritik geraten. Es ist laut, es stinkt und es stößt jede Menge klima- und umweltschädlicher Schadstoffe aus und es gefährdet unsere Gesundheit. Die Alternative ist klar, es ist die Elektromobilität. Doch seit die deutschen Automobilkonzerne den Einstieg in die Elektromobilität verschlafen haben, hagelt es auch immer mehr Kritik am Elektroauto. Die Umweltverträglichkeit soll gar nicht so gut sein und überhaupt die deutschen Stromnetze sind gar nicht in der Lage, einen schnellen Ausbau der Elektromobilität zu verkraften. Das meinen sogar prominente Vertreter der Grünen. Grund genug, einmal diese Thematik in einem Video näher zu beleuchten und mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Ein guter Platz, um ein Fachbuch über Mobilität zu lesen. Nicht nur, dass es hier ungemütlich und laut ist, man bekommt auch jede Menge gesundheitsschädlicher Abgase ab. An dieser Stelle kann ich aber getrost die Atemschutzmaske ausziehen, denn da ich nicht lebensmüde bin, haben wir für diese Szene den Motor ausgelassen und für die meisten Abgase und die meisten Schadstoffe würde diese Atemschutzmaske sowieso nicht wirklich etwas helfen. Die Stimmen aus den Automobilkonzernen und den Unterstützern in der Politik, die mehren sich, die sagen, dass man die Abgasproblematik doch eigentlich nicht überbewerten soll. Das Dieselauto ist ja ein urdeutsches Produkt, man darf es nicht verteufeln. Doch ist die Abgasdiskussion wirklich eine grüne Spinnerei oder ist da etwas dran? Um das zu klären, schauen wir uns einfach mal die Fakten dazu näher an. Ja, die Schadstoffmengen von Verbrennungsmotoren sind enorm und wenn wir einfach mal uns die Zahlen vom Umweltbundesamt anschauen, dann sehen wir die gigantischen Mengen an Kohlendioxid, Stickoxiden, Feinstaub oder Kohlenmonoxid, die hier in die Umwelt entlassen werden. Und viele dieser Schadstoffe sind alles andere als gesund. Wir wissen, dass einige dieser Schadstoffe schwere Erkrankungen auslösen, Lungenerkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Das Problem ist natürlich, wir wissen nicht genau, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, war es die Überarbeitung oder das Auto. Aber es gibt hier Studien, Untersuchungen, zum Beispiel eine von der Max-Planck-Gesellschaft. Und darin geht man davon aus, dass wir in Deutschland etwa 7000 Todesopfer pro Jahr durch Schadstoffe vom Straßenverkehr haben. Das bedeutet, es ist doppelt so wahrscheinlich, durch ihren Auspuff zu sterben, wie durch einen Verkehrsunfall. Und darüber sollte man nachdenken. Und eine Verharmlosung über diese Zahlen ist, glaube ich, alles andere als angebracht. Ein Elektroauto hat keinen Auspuff. Und darum entstehen natürlich beim Autofahren hier auch keinerlei Abgase und Schadstoffe. Doch ein Elektroauto muss natürlich auch geladen werden. Und ob dann in der Gesamtbilanz Schadstoffe, Abgase oder sogar klimaschädliches CO2 entsteht, das hängt natürlich davon ab, wo der Strom herkommt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal näher anhand einer CO2-Bilanz an. Betrachten wir zuerst einmal ein Dieselfahrzeug. Wenn dieses Fahrzeug 6,5 Liter auf 100 Kilometern verbraucht, entstehen dann durch den Auspuff 172 Gramm CO2 pro Kilometer. Auf der anderen Seite haben wir das Elektroauto. Wenn das Elektroauto 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht, was so ein durchschnittlicher Verbrauch ist, dann kommt es darauf an, wo der Strom herkommt. Betanken wir das Elektroauto mit einem Braunkohlekraftwerk, einer etwas älteren Anlage, dann können durchaus 1,1 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde entstehen und dann liegen wir bei 165 Gramm CO2 pro Kilometer und damit nicht wirklich besser als das Dieselfahrzeug. Zum Glück haben wir in Deutschland nicht nur Braunkohlekraftwerke. Wir haben einen Strommix, in dem auch Gaskraftwerke oder erneuerbare Energien schon in sehr großen Mengen vorkommen, sodass wir im Schnitt etwa bei 0,53 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Strom liegen. Und damit ist das Elektroauto, was mit dem Strommix betankt wird, etwa mit 80 Gramm CO2 pro Kilometer zu veranschlagen, was deutlich besser ist als das Dieselfahrzeug.
Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen grünen Stromanbieter in Deutschland zu wählen oder zu Hause das Auto mit der Solaranlage zu betanken. In dem Fall sind wir völlig kohlendioxidneutral. Das heißt, bereits heute ist es möglich, CO2-frei Auto zu fahren, nämlich mit dem Elektroauto betankt mit erneuerbaren Energien. Viele Zeitungen haben sich in letzter Zeit auf den Herstellungsenergieaufwand von Elektroautos gestürzt. Dieser soll katastrophal sein, sodass es sich gar nicht lohnt, Elektroautos zu kaufen. Ganz klar, ein Elektroauto ist schwerer als ein vergleichbares Benzin- oder Dieselfahrzeug und das liegt im Wesentlichen an der Batterie. Im Elektroauto befindet sich eine Lithiumbatterie, ähnlich wie diese Lithiumbatterie aus meinem Fairphone, aber in einer ganz anderen Dimension. Wir wollen ja schließlich ein paar Kilometer weit kommen und deswegen sind natürlich viele Kilogramm an Batterien hier im Fahrzeugboden in der Regel eingelassen. Je nach Studie entsteht bei der Herstellung so einer Batterie zwischen 50 und 200 Kilogramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Doch viele Studien vernachlässigen auf der anderen Seite die Einsparungen durch ein Elektroauto. Wir brauchen viel weniger Ersatzteile, wir müssen keinen Auspuff wechseln, kein Getriebe, kein Ölwechsel. Das heißt, alle diese Punkte fallen weg und können wieder positiv auf der CO2-Bilanz gegengerechnet werden. Selbst wenn man mit ungünstigen Werten aus den Studien rechnet, dauert es bei einem durchschnittlichen Elektroauto wie dem Nissan Leaf etwa 3 Jahre oder man muss etwa 30.000 Kilometer fahren, um durch die Einsparungen beim Fahren die entstandenen CO2-Emissionen von der Herstellung wieder reinzuholen. Bei einem Auto mit einer deutlich größeren Batterie wie dem Tesla kann es auch durchaus 80.000 Kilometer oder mehr dauern, wobei wir von einer Lebensdauer von 160.000, 200.000 oder gar mehr Kilometern der Batterie ausgehen. Das heißt, die Bilanz, was das CO2 anbelangt, ist durchaus positiv. Wird die Batterie am Ende des Fahrzeuges wieder recycelt, verbessert sich die Bilanz. Und wenn man Tesla fragt, dann sagen sie, die Herstellungsenergie für die Batterien stammt sowieso aus erneuerbaren Energien, zumindest mal in dem Werk in den USA. Und dann ist natürlich die CO2-Bilanz überhaupt gar keine Frage mehr. Sie ist dann komplett neutral. Ja, und dann gibt es auch noch Stimmen, die meinen, das deutsche Stromnetz würde zusammenbrechen, wenn wir alle Autos elektrisch betanken. Man kann einfach mal ein Rechenbeispiel machen. Würden wir wirklich die komplette Fahrzeugflotte elektrisch umstellen, dann würde der Stromverbrauch in Deutschland etwa um 20% ansteigen. Deutschland ist auch Stromexportland Nummer 1 in Europa. Würden wir die deutschen Stromexporte im Inland verwenden für das Tanken von Elektroautos, könnten wir alleine damit schon ein Drittel der Flotte umrüsten. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, was ist, wenn alle Autos gleichzeitig geladen werden? Würde dann nicht das Stromnetz zusammenbrechen? Die Antwort ist natürlich, ganz klar ja. Doch was würde passieren, wenn alle den Föhn einstecken? Auch dann würde das Stromnetz zusammenbrechen. Können Sie ja mal ausprobieren. Verabreden Sie sich alle mal freitagsabends um 20 Uhr in ganz Deutschland. Schalten Sie den Föhn an. Ich kann Ihnen garantieren, es ist nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa danach dunkel. Das heißt, wichtig ist natürlich, dass wir intelligent laden, die Ladeleistung verteilen und an der einen anderen Stelle auch das Netz verstärken. Ja, die Zeiten ändern sich. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat man Autos noch an der Apotheke betankt. Heute komplett unvorstellbar. Und genauso werden unsere Kinder sich gar nicht mehr vorstellen können, dass wir einmal lange Zeit an der Zapfsäule Benzin und Diesel mit stinkenden Fingern ins Auto geschüttet haben. Diese Zeiten werden bald vorbei sein und da ist es wichtig, dass Deutschland versucht, die Kurve zu kriegen, mit dabei ist. Denn Asien, China ist ganz weit dabei und es ist ganz klar die Zukunftstechnologie. Bereits heute spricht nichts gegen den Kauf eines Elektroautos. Die Umweltbilanz ist positiv, deswegen lassen Sie sich nicht von den Negativmeldungen, was die Umweltverträglichkeit anbelangt, aus den Zeitungen oder von den Automobilkonzernen verunsichern. Schauen Sie und wenn Ihnen ein Auto gefällt, dann schlagen Sie zu. Es ist die Zukunft und Sie tun etwas Gutes für die Umwelt. Damit sind wir für heute wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann setzt einen Like oder abonniert den Kanal, damit ihr auch keines der nächsten Videos verpasst. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.